Action. Air metal. Oh, that's right. I, David Hasselhoff, am supposedly a hero because of Baywatch and Knight Rider and the Berlin Wall. But I found freedom with vaccination. You can too. Hoff off. Action. Air metal. Aus unserer Sicht gibt es eine moralische Pflicht. Die ist nicht sanktionierbar, die kann man nicht durchsetzen, aber aus unserer Sicht besteht die, weil eben die Impfung nicht nur einen selber schützt, sondern auch andere. Meine Damen und Herren, danke für die Möglichkeit, heute an einem anderen Wochentag über die Corona-Lage zu sprechen. Das hat einen Grund. Am vergangenen Freitag war ich mit dem französischen Präsidenten in Südafrika und an diesem Freitag werden wir G7-Gesundheitsministertreffen haben. Das Neuntausend Namen stehen auf der Warteliste für einen Spender. Wir haben klassische Immunreaktionen und es ist nicht so, dass wir vermehrt Nebenwirkungen einer bestimmten Krankheitsentität beobachtet haben. Überhaupt nicht. Man darf natürlich nichts übersehen und gerade in solch einer Zeit, wo wir in kurzer Zeit Impfstoffe zulassen, wohlwissend, dass man alle Qualitätsstandards auch einhält. Trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier sehr, sehr Es ist unglaublich, was hier geleistet worden ist. Und das muss uns allen mal klar sein. Wir sehen. Die aktuellen Zahlen machen uns zuversichtlich. Wir haben Thank you.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, zuerst einmal noch zur aktuellen Situation, dem aktuellen Stand der Impfkampagne. Zuerst einmal werden Geimpfte und Genesene behandelt, so wie tagesaktuell Getestete, überall da, wo ein Test notwendig ist, zum Beispiel bei der Einreise, beim Einzelhandel, in der Außengastronomie, beim Friseur. Getestet, geimpft, genesen, das gilt dann da als gleich sozusagen. Zum Zweiten haben wir jetzt eine Regelung, die sagt, Geimpfte, vollständig Geimpfte, die kaum noch eine Gefahr für sich und andere darstellen können, wenn es um die Infektion geht, die können auch nicht mit Kontakt- oder Ausgangsbeschränkungen belegt werden. Die werden also davon. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute geht es unter anderem auch mit Blick auf die Forschungsförderung um die Frage, wie wir besser und dauerhaft mit diesem Virus werden leben können, leben auch lernen können. Und dass so häufig Menschen mit Zuwanderungsgeschichte auch in den Krankenhäusern gelandet sind, hat natürlich auch mit der sozialen Komponente zu tun, weil viele von ihnen in eng begrenzten Räumen leben, weil sie Pflegeberufen nachgehen, weil sie auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. In dem Sinne macht der Virus sozusagen ungleich, denn es ist natürlich so, dass Menschen, die aus sozial prekäreren Verhältnissen kommen, eher davon betroffen sind. Und so erklärt sich natürlich auch die Zahl. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Zuerst einmal auch zu den aktuellen Zahlen mit den Impfungen vom Wochenende. Wir sind weiterhin mit Ja, dieser Mythos, dass Impfen unfruchtbar macht, ist ja nicht neu. Der wird bei verschiedensten Impfungen immer mal wieder aufgebracht. Letztes Beispiel war die Impfung gegen das Papillomvirus, also Gebärmutterhalskrebs. Da werden ja eher junge Frauen oder Mädchen geimpft. Dass natürlich die Kinder mit türkisch, arabisch, kurdischen Wurzeln, dass denen jetzt eine ganz wichtige Rolle zuteil wird. Und das findet schon längst statt. Wir haben gerade über die Aufklärungskampagne gesprochen, die wir als Initiatoren von German Dream gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium umsetzen. Ich habe diese Aufklärungskampagne ja in Kurdisch begonnen. Wie gesagt, nächste Woche kommt Türkisch. Und es war Wahnsinn, wie viel positive Rückmeldungen ich bekommen habe. Insbesondere von Jugendlichen über die sozialen Medien, die Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Trend der letzten Woche hat sich bestätigt. Die dritte Welle scheint gebrochen. Meine Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern und ich, wir haben heute gemeinsam.
meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben uns heute im Corona-Kabinett unter anderem mit der Frage von Geimpften, Genesenen, ich bin heute hier, um über die Arbeit auf den Intensivstationen zu sprechen. Ich selbst bin Intensivkrankenpfleger, angestellt in einem Zeitarbeitsunternehmen und habe somit guten Einblick in den Berliner Kliniken und denke, dass ich... Gleichwohl und nachvollziehbarerweise gibt es eine Debatte, auch darüber diskutieren wir ja schon länger, wie ist es mit den Rechten oder Möglichkeiten von Menschen mit vollständigem Impfschutz. Nach Monaten des Verzichts gibt der Fortschritt beim Impfen Hoffnung. Verbesserung ist...